Ausgezeichnet. Die nächste Station. Ich möchte in den Praios-Tempel, aber das würde ich lieber. Also, wenn ich dann da bin, würde ich die anderen beiden gern dann mich von ihnen trennen. Was wollte Und Romilly in der da. Zeit machen? Sprachkurs? Ja, ein Sprachkurs wäre natürlich sehr vorteilhaft, wobei den kann man zur Not auf dem Schiff ja noch machen. So ein netter junger Herr, der uns offensichtlich begleitet, kann da weiterhelfen. Ansonsten würde ich schauen, ob einer der Herren, der hier zurückgeblieben ist, oder Damen, in der Stadt ein bisschen auskennt und mich bei einigen Einkäufen begleiten würde. Vor allem bräuchte ich jemanden, der übersetzen kann. Ja, Ich habe das Söldner sollte genug auf alle Fälle gehört. sein. Söldner sind genug da. Ein Mann namens Potro wird sich dir anbieten. Auch ein alter Veteran. Erzählt dir die größten Geschichten, wie viele Seeschlangen er schon erschlagen hat, dass er wohl unter Rat Ralsanin schon gedient hat. Auch wenn das wenig überzeugend klingt, weil das behaupten sehr viele von sich. Und kann dich dann auch von ein paar Maraskan-Geschichten versuchen zu überzeugen. Er war wohl auch schon mal da, hat wohl schon gegen Echsen gekämpft, gegen Belhal-Harpaktierer, aber naja, das sind eben so Geschichten. Wo willst du denn einkaufen? Was willst du einkaufen? Erstmal möchte Romli interessanterweise auch zum Effa-Tempel, beziehungsweise zur Hafenmeisterei, um zu schauen, da eventuell Informationen über eine Kogge namens Safransfass zu haben sind. Ja, das hattest du ja schon mal gesagt. Das ist eine Etiketteprobe, bitte gegen die 7, ob du da dich bei den richtigen Leuten einschleimen kannst, damit dann, ja, die dich nicht einfach abwinken, sondern sogar in Unterlagen nachsehen. Okay, nur Löffel 1 geht immer. Nicht gelungen. Falscher Wert eingegeben. Genau, du hast jetzt eine Erleichterung von 7 eingetragen, ne? Plus Ja. 7. Richtig, ja, okay, dann, ja, die haben irgendwie gerade keine Lust hier zu helfen, das wirst du wohl herausfinden. Er macht kurz das Buch auf, guckt nach, schlägt sie dazu, schaut dich an. Nein, nie gehört. Das nicht trotzdem gelungen? Mit Erschwert um 7, Ja. dann bei einem Talentwert von 5. Ja, ist trotzdem gelungen. Wäre dann Ach 14 so, als richtig, Mut. ja stimmt, dann würfelt sie mit minus 2 auf jedes Attribut und die Klugheit wäre dann 10, Intuition wäre 13 und das ist dann doch geschafft. Stimmt. Glück gehabt. Ja, er schaut dich an, nee, muss ich mal nachfragen. Er dreht sich dann um und nach einiger Zeit kann dann ein, ja, was ist das, ein Leutnant zur See? Kennt sich nicht so genau mit den Positionen hier aus, irgendwie Stadtwache, Hafengarde, kommt dann an. So, ihr erkundigt euch nach der Safranfass. Ja, das tue ich. Schon etwas spezieller, ja. Die habe ich das letzte Mal vor. Wie lange ist das her? Achmut? Bestimmt schon. Ich glaube, 6 Monate? Ah, wohl eher 7, oder? Ja. Auf alle Fälle nach den namenlosen Tagen. Da habt ihr es. Ist also schon ein bisschen länger her. Irgendwann im Praios. Wohin war dieses Schiff denn unterwegs, wenn man fragen darf? Ich habe Gerüchte davon gehört, dass es irgendwo gestrandet sein soll. Gestrandet? Kann ich nicht so sagen. Kommt oft einmal aus Festum an. Der Kapitän war ein bisschen merkwürdig. Die Mannschaft ist auch ein bisschen durchgedreht. Immer die gleichen Leute. Sie sagen wohl, dass es auf dem Geist, auf so spukt mit Geistern auf dem Schiff, aber naja, ist der typische Aberglauben. Jeder behauptet von sich, dass er einen Klabauter an Bord hat oder Schiffsgeister. Naja, sind ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, die sind weiter in Richtung Süden gefahren, aber ich weiß nicht, also Praios sind sie das letzte Mal angelaufen. Hab Dank, ihr habt mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen damit. Ja, gerne, junge Dame. Ah, Romy hinterlässt dem Tempel auch eine kleine Spende. Ja, Flottenmeisterei, also kein Tempel. Gut, dann kriegt halt der Everttempel die Spende. Jetzt zieht er seine Augen so ein bisschen hoch. Oh, alles klar. Ja, das war doch schon mal sehr erfreulich, diese Information. Und dann wäre der Weg zum Markt doch ganz angenehm, dass man einige Lebensmittel besorgen kann und auch für sich ein paar Kleinigkeiten. Ja, gut.
Ja, Potro redet weiter wie ein Wasserfall, erzählt dir von den vielen Wunden, den vielen Narben, von irgendeinem Mann namens Dynar, mit dem er herumgezogen ist, von der Ausbildung bei Rodrigo. Ja, was man nicht so alles erzählt, du kennst die ganzen Leute nicht, das sagt dir alles nix. Warum die geht vieles links rein, rechts raus? Ja, genau, er wie ein Wasserfall, wie eine Frau. Gut. Jalan möchte in den Praios-Tempel. Du willst da über die Inquisition sprechen oder wie jetzt es gern? Tatsächlich nicht. Lass die Inquisitorin ruhig machen, was sie will. Ich möchte einfach nur zum Beten hier sein. Okay. Also wenn Götterdienst stattfindet, da teilnehmen, aber ansonsten in der Ecke sitzen und nicht interagieren. Ja. Was dir auffällt, ist, du guckst noch ein zweites Mal hin. Ist das Mopane? Ja, es ist Mopane in Gewandung eines. Er hat sich ein bisschen umgezogen. Der Mann ist ein bisschen älter, aber er ist in Akolutenkleidung. Wenn er nicht zu beschäftigt aussieht, möchte ich da mal hingehen, nachdem ich... Zündet gerade ein paar neue Kerzen an. Meine Einkehr fertig bin, dann stelle ich mich neben ihm. Vorne! Jalan, ihr. Du hier? Gut, ihr könnt euch auf Tula Media unterhalten, und da sprichst du das ja auch. Ich bin hier im Praios-Tempel nach Maraskan. Schlechtes Gewissen. Hast du also doch zum Alvarans Gleisen im Licht gefunden? Wir finden Praios gut. Praios wichtig, aber anderer Name. Mopane beten unter anderem Namen, aber Praios gut. Das Wichtigste scheinst du ja schon mal erkannt zu haben. Oberan nicht mögen, wenn Menschen essen andere Menschen. Ich klopfe ihm nochmal auf die Schulter. Nun, scheinst du auf dem richtigen Weg zu sein. Du dich haben gebetet für Menschen essen Menschen? Ich habe für vieles gebetet. Ich werde noch für vieles büßen müssen. Nicht zuletzt das. Praios, Oberan nicht mögen, nickt er dir zu. Ja, ich nicke ihm auch nochmal freundlich zu, trete dann meinen Rückweg an. Aber das mag es nicht, ja. Wieder wirst du an die Szene erinnert in der Mine. Da, wo Menschen unter deinem Kommando starben, Sklaven, die du zurücklassen musstest, in Verkleidung eines Kamord-Legionärs. Wie dort Menschen auf den Tisch gekommen sind. Ein paar Bilder, die vor deinem Kopf entlang ziehen. Nur Sekunden, dann sind sie wieder weg. Maraskan. Für uns alle ein Tiefpunkt. Und während ihr euch dann gen Abend wieder sammelt, um dort in eurem Kontor zu speisen, gemeinsam, schauen wir doch einmal, was auf der Gezeitenspinne in der Zeit passiert. Von da aus wird Hasswolf den Zwafnir-Geweihten aufsuchen. Ja, du suchst ihn im ganzen Schiff und findest ihn dann im neu eingezogenen... Ja, in dem neuen eingezogenen Treppenhaus. Hier kannst du sehen, wie jetzt unter Versammlung Hasswolf hier stehen. Magister Hesindian Weißhaupt, Pfeil des Lichts, die Inquisitorin und Orda. Direkt vor der Tür in die Niederhöllen. Eure Gnaden, Ihre Exzellenz. Nicht was, jetzt. Was geht denn hier vor? Wir werden uns konzentrieren. Wir machen diese Tür jetzt auf und das, was sich dahinter befindet, werden wir erschlagen und dann die Tore auf alle Fälle schließen. Dieser Einfluss ist nicht gut. Spürt ihr das Ziehen? Das sind die Niederhöllen. Und ihr wisst, was sich dort befindet und ich weiß es nicht, aber ich bin skeptisch, dass wir 5 hier ausreichen werden. Wir wären Narren, wenn wir sagen würden, dass wir wissen, was sich dort hinter befindet. Aber es muss getan werden.
Ich stimme euch zu, das muss irgendwann getan werden. Soll ich die Steuerfrauen befragen? Sie sind mit dem Schiff verschmolzen. Sie müssen wissen, was sich dort befindet. Dann geht und fragt sie. Beginnt noch nicht ohne mich. Nicht, dass es hier zu einem Unglück kommt. Das hätte abgewendet werden können. Aswolf, würdet ihr mich begleiten? Nein, ich bleib hier vorstehen. Geh du nach oben. Gut, macht nichts Unvorsichtiges. Dann wird er von da aus die Treppe hochgehen und also auf der letzten Stufe zum nächsten Geschoss und hat seine Hand direkt an Yamish Akam. Celeste. Sinnschärfeprobe. Schwert um nur 5, weil du stehen geblieben bist. Ich möchte die 19 nachwürfeln. Und das wäre dann geschafft. Ja, Ephadaios. Also gut, er ist weg. Fangen wir an. Man will in den Raum unter mir eindringen. Ich weiß nicht, was sich dort befindet. Was befindet sich dort? Kannst du es mir? Oh nein, sie werden die Tür gleich öffnen. Wir müssen sie verstärken, versiegeln. Ja, unter dir definitiv. Während du mit ihr sprichst, kannst du die Tritte gegen die Tür hören. Und sie wird aufgebrochen. Wildnisleben, um die Tür zu verschließen, und zwar schnell wie möglich. Ja. Muss gerade überlegen, Nachteile, irgendwelche, die triggern. Ich überlege gerade, was hast du an Nachteilen? Lass mich kurz nachgucken. Sind auf alle Fälle Gelehrte. Aber Glaube habe ich. Wahrscheinlich nicht. Aber Glaube, Vorteile gegen Gelehrte. Ich habe den Vorteil, ich kenne mich hier auf der Arche aus. Okay, das bringt jetzt hier nicht viel. Sonst triggert dann nichts. Neugier höchstens. Neugier, dass ich auch wissen möchte, was dahinter ist. Aber das würde ich gleich erfragen. Okay, dann Wildnisleben erschwert um Neugier, Vorteile gegen Gelehrte und Aberglaube. Und Arbeit. Oh, okay. Oh, das ist schwer. Ja. Warte, das sind. Eine einfache plus 16 Probe. Nachteil abbauen. Wird Zeit. Ja. Okay, schade. Dann kannst du unter dir Geschrei hören. Ein paar beruhigende Worte. Du hörst, wie Hasswolf reinstürmt. Du hörst das Geschrei von Odda, das Geschrei von Priodini. Der Pfeil des Lichts ist wohl der einzige, der wohl gerade versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das sind nur Morphus! Und dann hörst du die Stimme von Charybdor. Mein Prinz, das ging jetzt wohl in die Hose. Und das sind keine Morphus dort unten. Möchtest du zusehen? Diese Narren, sie hätten auf mich hören sollen. Sie vertrauen dir nicht. Und in dem Moment, oder vielleicht einen Moment zu spät, realisiere ich den Befehl, den ich an Xyleste gegeben habe, die Tür zu verschließen oder zu verstärken. Und jetzt sind ja schon, wie viele? 3 von ihnen in diesen Raum rein, nicht wahr? Ja, du hörst es immer wieder. Nur Morphus! Schlagt sie nieder! Dann ein lautes Ignifaxios! Ich beginne wieder zu gehen und beginne dann zu, die Treppe hoch zu hasten, um nach oben zu den Steuerfrauen zu kommen. Dort oben findest du auch wieder die Magier aus Festung. Die wurden wohl auch nicht mit einbezogen in dieses Unternehmen. Was kann ich für dich tun, Ephadaios? Magister Cora. Sie sterben dort unten. Der Pfeil des Lichts und Ihre Exzellenz Priodini haben einen Raum gestürmt. Einen Raum, den wir bisher nicht untersucht haben. Celeste, was befindet sich in diesem Raum?
Sprich! Und ich halte ihr direkt die schwarze Klinge an den Körper. Scherenwürmer. Weitaus gefährlicher als ein Morphus. Und was? Was bewachen sie? Die Tore sind geöffnet. Wer? Kannst du meine Stimme bei ihnen erschallen lassen? Nein. Ah, Magistra, was? Wir müssen... Diese Würmer dürfen nicht aufs Schiff. Wir müssen das Tor versiegeln. Aber die drei befinden sich in dem Raum. Und dann sprinte ich direkt wieder runter. Gut. Ja, du kommst nach endlos langer Zeit unten wieder an und siehst dann, wie sich dort unten wohl mehrere Meter lange Würmer aufgetan haben. Du kannst sehen, wie sie wohl ja Vorderleib, Chimären gleich riesige Hummer. Ja, Scheren, sind das wirklich noch Scheren? Der Hinterleib entspricht dem eines Morphus, aber Tangfetzen, Saugrohre, die immer noch in einen Schlund führen. Du kannst sehen, wie wohl die Dimensionen nach unten gesaugt werden. Du kannst das spüren in deinem Körper, wie deine Seele aus dem Körper rausgezogen wird, wie es an deiner Wirbelsäule zieht und du siehst, wie Magister Hesindian Weißhaupt Ignifaxius um Ignifaxius in diesen Dämon hineinpumpt. Du siehst, wie Hasswolf mit abgetrenntem Bein in diesem Raum liegt. Die Inquisitorin versucht sich gerade immer noch zu wehren, hat gerade ihren mächtigen Streitkolben ausgepackt und hackt auf diese seltsamen Hummerscheren. Oder liegt mit zerteiltem Oberkörper in dem Raum und das Blut wird aus ihrem Körper herausgezogen, fließt in den Schlund hinein. Fedaus fällt auf eines seiner Knie und stellt das Schwert vor sich auf und schließt seine Augen, geht in Konzentration. Xyleste, wir müssen sie da rausbringen und den Raum wieder verschließen. Hasswolf und Praldini. Ja. Gibt's hier irgendwie eine Teile der Takelage, die hier vielleicht belebt werden könnten, um die Leute zu packen und da rauszuzerren? Nein, gibt es nicht. Die Würmer? Also die greifen die beiden an oder machen die Anstalten auch schon rauszukommen aus dem Raum? Ja, würden sie auch. Also die sind jetzt gerade, Odda ist reingelaufen, genauso wie Hasswolf, der eine den einen, der andere den anderen. Und die Inquisitorin hat jetzt gerade den Platz aufgefüllt, den Odda wohl hinterlassen hat. Und ja gut, wenn die unterliegen, dann werden die auch rauskommen. Du siehst wohl, wie dieser Unterkörper noch mit diesem Tor verbunden ist. Aber schneckengleich kriegen sie wohl ihren Oberkörper verlängernd aus dem Tor oder in Richtung dieses Tores. Inquisitorin! Oder ist verloren! Rettet Hasswolf! Ich schließe die Tür! Beeilt euch! Für Praios! Kommt zurück! Das sind keine Morphus, ihr habt keine Chance! Ihr würdet unterlegen! Pesindian ist wohl leer geschossen. Du siehst wohl, 1, 2, 3, hat mehrere Ignifaxi hineingeschossen, zieht jetzt sein eigenes Schwert, was sofort in Flammen aufgeht, und rennt dann hinein in diesen Raum. Also Praldini und der sind Magister, alle, die kämpfen. Aktuell sind alle in diesem Raum. Okay. Dann würde ich jetzt aufstehen, hinrennen und Hasswolf ist ja vermutlich kampfunfähig. Der kämpft weiter, auch ohne Bein. Okay. Aber das ist wohl gerade nicht so sehr effektiv, was er da tut. Vor allem, wenn man sich so den Schaden dieser Zangen ansieht, ja, du siehst auch gerade, wie du wohl auf ihn zueilst, wie die Axt, die er in der Hand hat, von diesen Hummerscheren einfach zerbissen wird. Und zersplittert. Kommt raus, ich versiegel die Tür! Celeste, versiegel die Tür, verstärke sie! Und nachdem ich den Befehl gegeben habe, renne ich zu den anderen und ich möchte halt Hasswolf hinten packen, quasi am Kragen, an seiner Kleidung, um ihn rückwärts rauszuziehen. Mhm.
Also ich, ja. Ja, würfel mal eine Athletikprobe, um rechtzeitig da zu sein. Du hast ja schon den Befehl gesprochen, versiegelt die Tür. Ja. Irgendeine Erschwernis für, ich weiß nicht, Schleim von den Schnecken oder sowas? Nee, da wo die aktuell sind, also du kannst es ja hier auf dem Bild sehen, die greifen hier vorne an, sind dort immer zwei Attacken, die führen pro Runde. Und dann kannst du wohl Hasswolf greifen am Kragen, der guckt gerade auf die Trümmer seiner übrig gebliebenen Axt, schaut dich entgeistert an. Das sind keine Morphus. Auf der anderen Seite siehst du, wie jetzt gerade mit relativer Sicherheit der Kopf von Priodini in den auf das Oberdeck knallt und dann in Richtung dieses Tores kullert. Nur ihr Kopf oder auch der? Ihr Kopf kullert, also er ist normalerweise einfach zu Boden gefallen, aber jetzt durch eine eigenartige Lebendigkeit wird er jetzt einfach in Richtung dieses Tores kullern, und während du Hasswolf dann gerade nach draußen ziehst, siehst du dann auch, wie er verschluckt wird. Okay. Das heißt, der Magister steht noch mit seinem Flammenschwert? Ja, der ist immer noch in dem Raum. Okay. Ich zähle Hasswolf. Magister! Zieht euch zurück! Dann schließt sich das Tor. Jetzt weniger diese Eisen-Bronzetür mit den Zayat-Zeichen drauf, die diesen Raum wohl beschützen, sondern eher mit einer Art Holz, das jetzt von Xyleste drüber gelegt worden ist. Ganz woanders in Kuntium zu dieser Zeit treffen sich ein paar Helden mit ein paar neuen Bekanntschaften. Man setzt sich wieder auf die Sitzsäcke, ein bisschen Tee, was dann gebracht wird, ein paar Plätzchen, Süßspeisen. Und da ist die Welt in Ordnung. So wie sich das gehört. Mehr oder weniger in Ordnung. Ja, Ahmad würde sich mal zu Jalan rüberbeugen und ihn fragen: Braucht ihr für morgen einen Sekundanten? Natürlich brauche ich einen Sekundanten. Habt ihr bereits einen erwählt? Ja, euch. Ihr seid ja schließlich von Rondra erwählt. Dann werdet ihr auch darüber wachen können, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Sehr wohl. Ich wäre der Richter dieses Duells, nicht der Sekundant von euch. Schließlich soll es ja, auch wenn dieser Blutschluck, was weiß ich, was er genau ist, soll er trotzdem alles mit rechten Dingen zugehen. Nun, ein Sekundant kümmert sich darum, dass, als derjenige, der dieses Duell bestreitet, bei diesem Duell verstirbt, sich um alles Weitere kümmert. Habt ihr einen Nahestehenden? Der schaut nochmal wieder zu der Romilly, die sich da hinten gerade mit irgendwelchen Söldnern ich weiß gar nicht, ob sie wieder da ist. Auf jeden Fall, ich habe da an eure Freundin gedacht. Nicht an mich. Jemand meiner Standesgenossin. Standesgenossin. Und wozu brauchen wir euch als eigenständigen Richter? Bei uns zu Hause gibt es nie einen eigenen Richter. Bei uns zu Hause duellieren sich auch nur ehrenhafte Ritter. Also was weiß ich. Nun, dieser Mann schien mir nicht unbedingt ehrenhaft. Ein Gläubiger des Chor? Ja. Nun, die Chorgläubigen, die ich kennengelernt habe, waren meist blutrünstige Söldner, und damit hat's aufgehört. Mit ihren positiven Eigenschaften. Ich werde die Ehrenhaftigkeit des Duells überwachen. Nicht, dass er üble Tricks anwendet, euch, wie er sagte, zu enthaupten. Ich werde noch einmal mit ihm sprechen. Es ist keinem gedient, wenn einer von euch beiden morgen stirbt. Das werdet ihr ihm erklären müssen, nicht mir, denn er scheint sehr darauf bedacht zu sein, mich umzubringen. Und er ist dann nicht der Erste. Wieso? Habt ihr Ärger mit ihm gehabt in der Vorzeit? Wo fangen wir an? Er hat einen Effort-Bruder niedergeschlagen. Er hat unsere Geschützmeisterin von hinten angegriffen. Er ist in Kuntium vor uns davon. Kuntium, sage ich schon, nicht mal in Festum, vor uns davon marschiert. 3 Tage durch den Schnee und hat das überlebt. Jedenfalls, der Mann ist nicht normal. Oder beisammen. Ja, du siehst, dass Ahmad sein Gesicht sehr scharfe Züge annimmt, als du sagst, dass er die Geschützmeisterin von hinten angegriffen hat.
nickt er dir einmal zu. Und ihr habt nicht versucht, diesen Mann sofort zu bestrafen? Was hätte ich tun sollen? Ihn auf dem Schiff erschlagen. Ihn von Bord werfen, in die blutige See hinein. Ich wollte ihn in Fest umlassen. Das wäre zumindest bei uns passiert. Ich wollte ihn in Fest umlassen, aber er hat sich aus irgendeinem Grund mit den Ellenbogen an Bord gedrängt. In unserer Flotte wird sowas für gewöhnlich mit der Peitsche bestraft. Ihr seid aber nicht in eurer Flotte. Gewöhnt euch lieber dran. Ich meine, Kapitän, er hat schon nicht ganz Unrecht. Man muss niemanden von Bord schmeißen und ihn töten, aber disziplinarische Maßnahmen, das gibt's doch irgendwie überall. Ich meine, ihr bestraft Myria doch auch, oder nicht? Myria ist auch kein Gewalter der Götter, so seltsam und blutgierig sie auch sein mögen. Ich kann ihr nicht einfach ohne Verfahren aufs Maul geben. Oder von Bord werfen. Oder in die Zellen schmeißen. Ihr sollt... Das wird sich alles seine Richtigkeit haben. Ja, ihr braucht doch kein Verfahren, um ihn auspeitschen zu lassen. Natürlich! Ich kann nicht einfach jemanden nach meinem eigenen Gutdünken bestrafen, wenn er vom Kirchenrecht gedeckt wird. An Bord eines Schiffes gilt das Recht eines Kapitäns. Nicht das Kirchenrecht. Oder eines Effortgeweihten. Ist egal, ich bin immer noch Adliger und ich werde mich auch in die entsprechenden Gesetze halten. Ihr seid das Gesetz an Bord. Verrat an Schiffskameraden ist mit das höchste Verbrechen, das man überhaupt auf See machen kann. Potro kommt wieder mit Romilly. Große Einkaufstaschen dabei, die dann er alle natürlich für Romilly trägt. Stellt sie erstmal ab. Über wen reden wir denn? Gerade lustig? Überhaupt nicht lustig. Es geht um Blutschluck. Meint ihr Bisrabul Blutschluck? Kennt ihr noch jemanden, der sich freiwillig Blutschluck nennt? Was hat seine Gnaden denn dieses Mal wieder angerichtet? Ich habe gehört, er ist aus dem Chortempel geflogen. Muss man auch erstmal schaffen. Als Chorgeweihter, ja. Meine ich. Ja, das sagte er. Jedenfalls werden wir uns morgen früh duellieren. Bitte? Darf ich der neue Kapitän sein? Ich habe nicht vor zu sterben. Wie gut seht ihr eure Chancen? Ich werde nicht sterben. Sag bitte nicht, dass der Alan Fahner dann, nur weil er Fähnrich ist, der neue Kapitän wird. Das finde ich unfair. Ich bin schon viel länger dabei. Als ich sterbe, geht das Amt des Kapitäns automatisch an den nächsten ranghöheren Adligen über. Wie dem auch sei. Wir sollten uns überlegen, wie ihr ehrenhaft gegen Blutschluck stehen könnt. Und nicht darüber diskutieren, wer unter Umständen der neue Kapitän wird. Gibt es nichts zu überlegen. Ich stelle mich, ich hau ihn kaputt oder ich werde kaputt gehauen. Dann gehen wir alle wieder nach Hause. Oder vielleicht nur einer, wir werden sehen. Nun, ich werde euch auf jeden Fall anfeuern. Die Frage ist, wie ist das Duell ausgerufen? Bis zum wievielten Blut oder gar bis zum Tode? Blutschluck will bis zum Tode kämpfen, aber ich gedenke es nicht so weit kommen zu lassen. Denn wer duelliert sich bitte schön bis zum Tode? Das ist doch hirnrissig. Wie sieht es eigentlich mit dem Recht in dieser Stadt aus? Lassen die Wachen so etwas einfach zu? Der Kampf wird vor dem Stadttor stattfinden. Und das reicht? Es hat zu reichen. Verstehe.